Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im letzten Video habe ich diesen kleinen Lokschuppen hier gebaut, auch mit den ganzen Gleiseinlagen und so weiter. Und in diesem Video möchte ich euch mal ein kleines Update geben, was bisher als so geschehen ist. Es ist nicht viel geschehen, aber so ein paar kleine Dinge, die möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Als erstes habe ich auch mal eine Beleuchtung gemacht für den ganzen Schattenbahnhof. Die sieht man hier oben. Die kann ich auch gerne mal einschalten. So sieht das jetzt aus. Der Vorteil ist halt, man sieht auch, wenn die Anlage dann komplett zugebaut ist, noch die ganzen Züge im Schattenbahnhof, weil sonst wäre ja alles ziemlich dunkel, vor allem in den hinteren Bereichen. Und außerdem hilft das natürlich dann auch den Kameras. Teilweise sind die schon installiert, teilweise kommen die erst. Weil wenn es zu dunkel ist, sehen die halt nichts. Ja, und dann würde man auch auf dem Monitor die Züge nicht gut im Blick haben. Die Lichter bestehen eigentlich nur aus so einer LED, also LED-Streifen, die ich auf so einen kleinen Kabelkanal geklebt habe und der wiederum oben am Holz, an einzelnen Holzstreben befestigt worden ist. Die nächste Neuerung ist hier dieser kleine Gasthof. Hier auch mit einer Terrasse, die wird erst ausgeschaltet, später mal. Da dieser Bereich ja ein wenig im Befälle liegt, habe ich unten noch etwas, so ein Mauerwerk dazukleben müssen. Hier bei dieser Stufe, die kommt wahrscheinlich noch weg oder hier wird noch etwas darunter gefüllt. Auch seitlich ist ein leichtes Gefälle zu sehen. Deswegen ist hier wieder ein anderer Streifen runtergeklebt. Und auf der anderen Seite habe ich auch bereits bei diesen Stiegen, beim Eingang, auch weitere Stiegen dazugeklebt, damit halt kein Abstand vom Boden zur bereits bestehenden Treppe ist. Ja, bei der rechten Bahnhofsausfahrt habe ich auch bereits das ganze Tunnelportal gemacht. Halt so ein wenig in Betonoptik, hier auch mit dieser Trittschalldämmung verkleidet. Und ich habe hier rechts eine Natursteinmauer hingetan. Das ist eine halt von noch, diese Hartschaummauern. Da hinten steht auch eine, die wird noch zur Hälfte zugeschnitten und halt hinter dem Lokschuppen von dort ungefähr bis hierhin auch hingeklebt. Damit der Felsen halt nicht komplett direkt bis zum Boden hingeht, das sieht halt mit der Mauer einfach ein wenig besser aus. Ja, oberhalb des linken Wendels habe ich auch bereits die innere Platte wieder einfach höher wieder eingespannt in den einzelnen Gewindestangen. Das sieht halt als Untergrund dann für die darüber entstehende Landschaft. Hinten wird sie natürlich höher, also das ist wirklich nur der Untergrund für zum Beispiel so XPS oder EPS Platten, die ich halt verwenden werde teilweise, um halt die Gebäude ein wenig höher zu stellen und auch teilweise die Landschaft einfacher zu gestalten, weil alles mit spannenden Fliegengitter und Gips, das wäre dann einfach auch alles viel zu schwer und auch viel zu kompliziert. Bei der rechten Seite des Wendels kommt auch so eine Überplattung hin, die dient aber hier nur zur Ablage oder beziehungsweise zum Untergrund des Geländes, damit meine ich die XPS, EPS Platten und natürlich auch die Spanten und so weiter. Das einzige Gebäude, was hier hinkommen wird, ist diese Hütte. Die kommt aber hier weiter oben erst, also wirklich eher in höher gelegenen Lagen und nicht hier vorne. Da hier ja so eine Lawinenschutzbaute ist oder so ein Steinschlaggebilde, kommt hier wahrscheinlich ein steilerer Berg hin, der hier wahrscheinlich ein bisschen flacher wird und das hinten wirklich steiler wird. Und in diesen hinteren stelleren Gelände kommt da wahrscheinlich diese kleine Hütte dann hin. Beim Bahnhof habe ich jetzt auch noch dieses Abstellgleis oder Güterverladegleis fertiggestellt. Das soll halt hier einfach nur so einen Güterschuppen darstellen, mit hier so einem kleinen Holzlager und hier so ein Zufahrtsgleis zum Verladen der Güter auf die einzelnen Wagen. Ja, später werde ich vielleicht auch mal
hier dran so ein 10 cm Stück bauen. Einfach nur deswegen, weil das ist auch zum Filmen dann später besser aussieht, weil man nicht diese Kante hier hat. Und außerdem ist es natürlich auch ein guter dann Absturzschutz für die Wagen und Lokomotiven, weil hier ist wirklich nicht sehr viel Platz von Gleis zum Abgrund. Und da fühle ich mich schon sicher, wenn hier noch so ja, ein Stück ja, dran gebaut wird. Aber es würde dann wirklich auch von komplett hier bis ja, dort zum Lokschuppen hingehen. Damit hier auch der ganze Bahnhofsbereich einfach breiter wird und damit man dann zum Filmen ja, einfach bessere Perspektiven hat. Ja, das war's wieder mit diesem Video. Das war jetzt nur so ein kleines Update-Video, was ich alles halt so in letzter Zeit getan habe. Es ist jetzt nicht zu viel weitergegangen. Es wird aber dann in den nächsten Videos über Weichenantriebe gehen. Einerseits über den DA4018, den ich verwenden werde, und um den Rocker-Weichenantrieb für den Schattenbahnhof und den MTB-MP1 für die anderen Weichen, die im sichtbaren Bereich liegen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.